Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir haben mal... I'm leaving. Remember to tip. Yeah, they'll get what they earned. Like the bank robber would know anything about a hard day's work. Ah ja, wie ich sehe, ist bei Michael alles in Ordnung. Ich habe ja gesagt, wir machen jetzt mit dem guten Michael mal wieder eine Mission. Na, was heißt mal wieder, aber wir wollen ja mit dem auch ein bisschen vorankommen. Mit Frankie, habe ich ja gesagt, haben wir einen guten Vorsprung eigentlich schon durch. Da ist unsere schicke Karre, die ich auch schon mal so ein bisschen gepimpt habe. Die fast schon so ein bisschen nach James Bond klingt, wenn man hier das Ding aufmacht. Radio aus, habe ich gesagt. So, meine Fresse. So, dann wollen wir nochmal. Jetzt ist natürlich die Frage, wo fahren wir hin? Beziehungsweise, wo machen wir? Jetzt gucken wir erstmal nochmal da drauf. So, Vinewood Tours. Wir könnten eine Tour durch die... durchs Vinewood-Viertel, also sprich das Hollywood in Los Santos machen, könnten wir. Tun wir aber nicht. Ah, geil. Nee, ich gehe jetzt zurück zu Michaels Haus, beziehungsweise fahre zurück. Und dann gucken wir mal, was da abgeht. Home sweet home sozusagen, ne? Wie gesagt, der führt ja eine sehr turbulente Ehe, ist im Zeugenschutzprogramm und... ja, ich weiß auch nicht so recht, was sie sich eigentlich von dem erhoffen. Schließlich war er ja eigentlich mit der Haupttäter bei dem Banküberfall. Aber okay, er wird sich schon irgendwie durchgemogelt haben. Dann schauen wir einfach mal, was hier abgeht. Und dann gucken wir mal, wie die Story weitergeht. Und wann denn der gute, na sag schon. Mein Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Trevor! Genau, wann der gute Trevor wieder am Start ist. Weil es deutet ja alles darauf hin, dass er irgendwann zurückkommt. Ich habe mich nie mit der Story auseinandergesetzt in den 2 Jahren. Papis kleines Mädchen. Oh. Ja, Mann. Fernsehen und Chips fressen. Geil. Ach du Scheiße! I can't believe you did that. That's my TV. You don't talk to me like that. I can't believe you. Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want, to be hit by your son? Yeah. No. I just want you to do something. Besides sit there eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah. Well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Yeah. Bike ride, then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine, let's go on a fucking bike ride. Oops. Fuck me. We'll take a bike ride along Vespucci Beach, and I'll show you just what you want to see. Begib dich zum Fahrradverleih. Im Ernst jetzt? Vor allem wie so Papis kleines Mädchen. This day was going so well until you showed up. You know that? Ja, ich kenne das. Einfach nur What's the big deal? If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. Jimmy. How am I meant to develop my own moral sensibilities when yours are so unbelievably fuck-based? Don't push me. Seriously, some guys borrow your boat. Borrow?
You were hiding in the head crying kidnap. Just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right. They fucking stole it. And who knows what they would have done if they found me. But I didn't expect or want them to get killed. You think I'm gonna let some guys ride off with my son? Look, I knew you were a bad guy, but... Oh, a bad guy. A crook, a killer, a thief, a liar. I guess I've been all those things one time or another, right? It's just... What? I always thought I was the good guy. God help the morally bankrupt planet your generation have left us if you're the good guy. Yeah. Anyway, I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way, but I hadn't, like, seen that happen before. Yeah, well, that's me, Jim. And I've been trying my best to get things under control for the last 10 years, but that was an extreme fucking situation, and I had to act. A normal person wouldn't have done that. Yeah, well, I had to protect you. Yeah, keep telling yourself that when you see their faces every time you close your eyes. Alter, undankbares Gör. Wobei das... Alter, das ist doch viel geiler als Fahrradfahren. Naja, okay, scheinbar machen wir noch eine Radtour. Das ist ja sehr berauschend. Aber wie gesagt, ich kenne das. Man will einfach nur seine Ruhe und zocken und dann kommt irgendwer und will was von dir. So ist es doch immer, oder? Hey, you. Two bikes. Take your pick. So, was sieht cool aus, ich nehme die das Giftgrüne. Das passt zwar überhaupt nicht zu Michael, aber ich nehme es mir. If I make it to the end of the pier first, you're gonna buy me a big ass new flat screen. Ah ja. Und jetzt soll ich dem Radweg folgen, oder was? Na gut. Dann los. Was? Vollradbremse? Ach, Vorderradbremse, ich dachte schon. Sag mal, ist der so lahm, oder? Wo ist denn der? Ich bin ja schon fast da und der kommt gar nicht hinterher, oder was? Bunny Hop, wuhu! Alter, ich radel dem voll davon. Am Ende heißt, du hast das Rennen noch gar nicht richtig gestartet. Ausdauer verbessern schadet dem alten Herrn, glaube ich, nicht. Ich weiß zwar nicht, ob das der vorgesehene Radweg ist. Ich denke ja nicht, aber hey, scheiß drauf! Oh, der fängt schon übelst an zu... Oh, das finde ich ja cool. Guck mal, der schwitzt übelst hinten. Das sieht man am T-Shirt. Also, ich meine, ich kenne das von mir. Ich finde das nicht so schön, aber ich finde es cool, dass das so detailreich ist, wenn ihr versteht, was ich damit sagen will. Na! Wo ist denn der Typ? Ach, da kommt er angeradelt. Oh, 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 ich sollte vielleicht mal weitergehen. Fahren, radeln, Dinge tun. Into the pier? Alright. But if I beat you, you're gonna behave like a human being. Was war das denn jetzt? Wo kam der Idiot denn her? Willst du mich verarschen? Versteh ich. Kleines Ha! Ich krieg's hin, ich krieg's hin. Alter, wieder fast abkratzt hier. Okay, ich glaube, wir lassen einfach noch ein bisschen rollen. Aber ich würde sagen, wir haben gewonnen. Gewonnen. Ja, sehr spektakulär. Looks like you're buying your own TV. Na? You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs? This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck.
Dad, wait! Okay, deswegen, kleines Mädchen. Yeah! Alter, geil! Diese Unterwasserwelt ist ja auch mega cool. Das artet hier aber echt langsam aus zum Triathlon. Wo sind die... Ach, da ist die Luftanzeige. Oh je, oh je, oh je. Boah, Alter, ist das geil. Das Spiel gefällt mir immer noch mehr. So, jetzt haben wir dieses komische, was auch immer, Radrennen gewonnen. Und jetzt müssen wir da zu diesem Schiff paddeln und gucken, dass sich die Tochter von Mike nicht von irgendwelchen Typen vögeln lässt. Stimmt, das hat er gesagt, der Jimmy. I'll show you all you want to see. Ich zeig dir alles, was du sehen möchtest. Gehen wir nochmal runter, weil... Boah, das sieht so schön aus hier unten, ne? Ist ja Wahnsinn. Guck mal, wie detailreich die... Boah. Okay. Das Spiel ist echt krass. Also, wirklich. Wahnsinn. Ach, guck an, Speedboat. So, dann wollen wir mal nett Hallo sagen. Völlig am Ende, wie wir schon sind. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Shit, ain't cool, man. What are you doing? Hey. Man. I like them. What's the problem? You're such a jerk. Come on. Dad, you dumbass. These guys are serious. Yeah, well, so am I. Fuck the scene of my fucking boat. Oh, motherfuckers. Uh-oh. Now. Oh, scheiße. Get you alive. Ich glaube, wir sollten gehen. God damn it. Go. Oder schwimmen, fahren. Nennt sie hier. Boah, Alter. Shit, they're coming after us. Go into that outlet. Ja, 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 ja. All right. Alter, die schießen ja. Oh God, look, they're shooting at us. Sag ich doch die ganze Zeit. Dabei ist die eigentlich ein bisschen so, wie sagt man bei Online-Spielen immer, retarded oder so. On this way. Who the fuck are these people? Oh, you know, TV people, celebs, serious drug dealers. Ach schön, ganz. Since when did TV people and drug dealers start hanging out? Come on, Dad, it's Los Santos. Ja, ja. Move, Papa. Ist ja gut. Let us go. Ja, wo sollen das hinführen? Übrigens coole Gegend hier, aber ich habe trotzdem keine Ahnung. You're going to hit me, you psychos! So viel zum Thema, das sind tolle Leute, ne? Scheiße, am Arsch! Back off, assholes! Ja, richtig, verpisst euch, Arschlöcher! Sag ich doch die ganze Zeit! Und wie soll ich die jetzt loswerden? Jetzt soll ich ja wohl kaum an Land gehen damit, oder? Wie sieht's denn aus? Naja, der Abstand wird langsam größer. Die Frage ist. Oh. Oh, I'm going to die. Nee, aber. See? They're gone. It's okay. I'll take you back to your brother. So, wo haben wir denn Brüderlein stehen lassen? Ach, okay. Da vorne. No, it's not okay. Not at all. Hey, we're alive, aren't we? Those psychos didn't kill you. Psychos? Only you can get me chased out of a party with effing guns. Yeah, huh? Well, maybe you're in the wrong fucking parties. Könnte sein. Ach, ich mag Michael. Das ist ein netter Papa. So was wünscht man sich doch als Kind. Deswegen also Papas kleines Mädchen. There he is. Jimmy, you D-bag. Tja, alte Petze. Aber er ist ein Nerd, deswegen mag ich ihn. So. Smashed my TV and he took me to the beach with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like you get sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Ha ha ha!
Also ich muss sagen, Michael, du hast drauf, mein Freund. Verstanden. Papis kleines Mädchen. Ja, genau. Erstmal eine Zigarre. Dann ist die Welt wieder in Ordnung. Scheiß auf alles. So, speichern. Triathlon jetzt verfügbar. Ach, guck an. Sag ich doch. Ich hab das vorhin eigentlich als Witz gemeint, von wegen hier, das ist ein verdammter Triathlon. Übrigens, ich mag dieses Outfit von ihm, ne, mit diesen Badeschlappen, so richtig hier einen auf Chiller. Ferdrohr! Halt die Schnauze. So, Fernrohr also, ja? Aber irgendwie siehst du da nicht so viel. Ah, hier! Die Möwen, wie sie einem auf den Kopf kacken, ist es nicht schön. Und dafür gebe ich einen ganzen Dollar aus. Was will der denn jetzt? Verpiss dich! Aua! So, und den auch noch. Und dann ist Ruhe hier. So, hier. Floyd Mayweather ist ein Scheiß dagegen. Na? Wer will noch was? Also die beiden wohl nicht mehr. Okay, cool. Alter, ich hab die nur kurz angerempelt. Kann ich doch nichts für, wenn die Mechanik das so deichselt, dass man die dann anrempelt, wenn man halt so, ja, wie soll ich sagen, sich diesem Fernrohr nähert. Aber trotzdem eine geile Gegend hier, muss ich sagen. Gefällt mir. Boah, richtig geil wird's, wenn irgendwann eines Tages das eintritt, was sie schon lange angekündigt haben. Oder, naja, was heißt angekündigt haben sie es nicht, aber was gerüchtet wird. Die wollen ja, weil sie haben jetzt Liberty City nochmal gebracht mit GTA 4. Sie haben komplett San Andreas nochmal gebracht, jetzt mit GTA 5. Was fehlt dann noch? Na? Na? Genau, meine absolute Lieblingsstadt im GTA-Universum. Vice City. Ja, wie wär's jetzt hier? Essen? Ja, what's going on, Alter? Du sollst einen Burger kaufen. Egal, auf jeden Fall. Irgendwann kommt vielleicht Vice City wieder, habe ich gehört. Und dann wird's richtig geil. Die Frage ist dann nur, in welchem Zeitraum das dann spielt, ne? Ich hätte natürlich schon Lust drauf, wenn das wieder in den 80ern wäre, aber die haben sich jetzt immer weiter fortbewegt mit den Spielen, also sprich immer weiter in die Zukunft. Wobei man ja sagen muss, dass sich Assassin's Creed auch praktisch immer weiter in die Zukunft vorbewegt hat und irgendwann haben sie gesagt, okay, wir können ja auch mal wieder ein paar Jahre zurückspringen. Das ist nicht so schlimm. So, aber so langsam klappt der alte Mann zusammen, glaube ich, wenn das so weitergeht. Und ich sollte mir langsam echt mal was zu essen besorgen oder ein Auto zumindest. Das kann ich zwar nicht essen, aber da muss ich wenigstens nicht mehr laufen. Erkenntnis des Tages, ein Auto kann man nicht essen. The Big Puffer. Okay, der große Puff, alles klar. Ach nee, halt. Oh mein Gott, Jared Leto ist hier. Jared Leto. So, like, man, I know it's rough out there, man, but you gotta have faith, man. Alright, it's everything's gonna be okay. Like the therapist above says, man, it's gonna be okay. Alright, you gotta chill the hell out, man. Alright? Otherwise, it's not gonna be too good. You gotta enjoy life. Alright? Because the alternative is... Hey, how you doing? Yeah. Yeah, I guess. Ah, cool. Alright. Good luck with that therapy. Ich glaube, da hilft keine Therapie mehr. Achso, die Alternative zum Leben ist der Tod. Ah ja. Noch eine Erkenntnis des Tages. Ich werde wahnsinnig. Achso, ja, wir sind nicht bei Dying Light. Bei Dying Light konnte man die Telefonzellen knacken und da Geld rausholen. So, jetzt gucke ich nochmal. Wo zeigst du es nochmal an? Was? Michael, wo bleibt meine Kohle? Wo bleibt die? Du bist sicher nicht, dass ich dich nochmal besuche. Und nächstes Mal wird's echt hart. Oh oh. Es ist noch zu früh, um Tennis zu erwähnen. Ich schätze, ich werde so schnell keinen neuen Tennistrainer bekommen. Daher brauche ich jemanden zum Spielen. Befürchte, meine Schlägerhaltung lässt nach. Mhm. Alter, was für eine Kohle, ey. Michael hat keine Kohle. Wir haben das doch schon mal festgestellt, dass das ganze Geld bei Frankie ist. Was auch besser ist, weil Frankie deutlich weniger Stress am Hals hat als Michael. Ja.
Gut, da ich jetzt schon gegen Pfosten laufe und sowieso gerade nicht mehr weiß, wie ich hier noch die Zeit verbringen soll. Ich könnte auch einfach mal die Karte aufmachen, ich Esel. Ach, da könnte man mal den Psychiater besuchen hier, Dr. Friedman oder so ähnlich. Ich denke mal, das machen wir ein anderes Mal. Dann würde ich sagen, jetzt waren die letzten Folgen zwar allesamt ein bisschen kürzer, aber dafür gab es auch ein paar wirklich mit absoluter Überlänge. Und wir wollen dieses Spiel uns ja noch lange Zeit offen halten und warm halten. Von daher gibt es noch viel zu sehen. Die Mission war auf jeden Fall der Mega-Hammer. Und jetzt können wir sogar Triathlon machen, also kein Scheiß. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zusehen, wie immer, Freunde. Dankeschön nochmal. Ich würde mich natürlich weiterhin über Kommentare und Bewertungen freuen. Und natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut und tschüss. Sagt tschüss, Michael. Ach, Trottel.